Hallo und herzlich willkommen zum Thema Hüftgelenkdysplasie beim Babys. Ihr Baby wird breit gewickelt oder trägt Spreizhöschen. Und kommt die Frage, wie sollte mein Baby richtig lagern? Ich möchte Ihnen als Osteopathin und Kinderkrankenschwester ein paar Empfehlungen in diese Richtung mitgeben, damit Sie sicher mit Baby umgehen können. Was ich merke oft in Praxis, wenn ich sehe die Kinder mit Hüftgelenkdysplasie, ja, wenn sie zu mir kommen, nochmal zum Kontrolle oder auch zur Behandlung, Eltern haben bisher Angst, Kind irgendwo mehr belasten. Oft Babys liegen nur auf dem Rücken. Verschlafen, das ist okay, gut, das ist richtig, nur Baby muss man auch bewegen, auch mit Hüftgelenkdysplasie. Ja. Wenn sie zum Beispiel bei Baby, ja, Hüftdysplasie haben von rechter Seite, vom Baby, rechte Seite. Dann bei Manipulationen, bei Wickeln, arbeiten Sie auch vom linken Bein. Oben liegt einfach drauf, Beinchen. Da kann nichts passieren. Und wenn Sie müssen wickeln oder etwas umdrehen, dann projizieren Sie sich besser auf die Seite, wo Hüftgelenkdysplasie ist nicht vorhanden. So genau weiter zum Heben und Drehen. Alle Techniken, wie auch bei anderen Kindern, sind wichtig. Ja? Sie heben Kind ein bisschen an, fixieren Sie Kopfschatz, drehen Sie um auf den Bauch und lagen Sie auf dem Arm. Das ist eine sehr gute Position. Beinchen sind nach außen, sie sind gespreizt. Ja. Hüftkopf liegt in die Hüftpfanne. So können Sie Baby gut fixieren, ja, auf dem Arm und oben auch ein bisschen unterstützen, auch ein bisschen über Rücken streichen. In dieser Position sehr gut Kinder können Kopf drehen, wie auf eine Seite, auf andere. Sie heben Kopfchen auch nach oben hoch, ja, und trainieren die Muskulatur. Die Muskulatur ist sehr wichtig für später im zu bewegen, ja, nach vorne zu kommen, krabbeln und dann später zu laufen. Und so trainiert sich in dieser Position die Rückenmuskulatur, Schulterarmmuskulatur. Auch Bauchlage ist auch sehr wichtig. In dieser Position, ja, und wenn Sie sind auch breit gewickelt, Bauchlage ist auch sehr gut und ist auch sehr wichtig. Sie legen Ihre Kopfchen auf eine Seite oder auf andere. Sie suchen Ihre Lieblingsposition. Dabei ist aber auch achten, nicht wo Kind sucht nur eine Kopflagerung. Dann könnte was auch anderes dahinter sein. Aber in Wirklichkeit, dass Kinder im Bauchlager drehen Kopfchen in alle Richtungen. Ich hoffe, ein oder andere Tipps hat Ihnen was gebracht. Wenn Sie haben mehrere Fragen, bitte schreiben Sie in die Kommentare. Ich werde die Ihnen gern beantworten. Von meinen langen Jahren Erfahrungen, ja, für Kinder kann man viel vorbeugend machen, damit sie gesund und kräftig aufwachsen. Alles Liebe, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald, wenn Sie mögen.